Willkommen beim How to Roadtrip Talk. Ich bin Hardy Leben und sitze heute hier mit Marvin, Mike, Marco und Matthias aus dem Ruhrgebiet. Sie sind als M&Ms in Baltic Sea Circle im Sommer gefahren. Erstmal herzlich willkommen, Jungs. Moin. Moin. Vorweg, bevor wir in so tiefer reingehen, damit die Leute wissen, wer seid ihr, beziehungsweise wer sitzt mir gegenüber, wie alt seid ihr und was macht ihr, wenn ihr nicht mit einem alten Auto ja, eine Rallye um die Ostsee fahrt? Also ich glaube, wir sind zwischen 32 und 39. Die beiden sind Ja, dazwischen. genau. Was machen wir, wenn wir nicht keine Rallye fahren? Blödsinn. Opel fahren, das machen wir auf jeden Fall. Wir sind Wir sind ja der ein Opel-Club. Opel-Club. Richtig. So, ansonsten ist er in der Werkstattleitung einer Zweiradmechanik, also Fahrräder, E-Bikes und so macht er. Mike ist Elektromeister oder irgendwas mit Solar machen sie gerade ganz viel. Ja. Also ist ja gerade sehr, sehr gut zu tun. Mir ist Der Berufskraftfahrer. und ich bin im Einzelhandel tätig. Ja, also es ist im Endeffekt jetzt gar nicht so tief in der, hier durch euer Autoschrauber seid ihr doch schon tief drinne. Durch euren Ja. Auto-Opel-Club seid ihr Aber schon ein bisschen Hobby, drin ja, genau. in der Technikszene, was so ist, wenn man so eine Rallye fährt, so ein bisschen technisches Hintergrundwissen habt ihr. Also im Endeffekt gehe ich mal davon aus, dass ihr dann auch mit, gehe ich nicht von aus, das habe ich ja gesehen, aufgrund des Opel-Clubs mit einem Opel gefahren seid und nicht mit einem VW oder mit einem Audi oder Bus. Richtig. Erzählt mal, was habt ihr für Autos gefahren und wieso habt ihr diese Autos genommen? Weil unsere Autos geländegängiger sind als dein VW. So die Theorie. Also im Endeffekt, ihr seid gestartet, weil das muss man ja noch, kommt dann später noch dazu. Ihr seid zu viert mit zwei Autos gefahren, zwei Mann in jeweils einem Auto. Und ihr hattet einmal einen Opel Frontera und einen Opel Campo Doppelkabine Pickup, Genau, genau. richtig. Wir haben die halt eigentlich gewählt, beziehungsweise der Frontera war er da, Der war oder? Der er, Campo, genau. ja, ne? Der Ja, Frontera war genau. er da, genau. Ich wollte aber immer schon einen Campo haben und vor, war es 2 Jahre oder 3 Jahre ist das irgendwie her, da haben wir gesagt, komm, da haben wir irgendwie bei Facebook mal von der Rallye überhaupt gehört. Da haben wir gesagt, boah, mega, das müssen wir irgendwie machen. Und grundsätzlich haben wir eigentlich relativ schnell gesagt, dass wir geländegängige Autos nehmen würden, weil wir uns schon gedacht haben, dass die Straßen nicht unbedingt permanent so sind, wie sie in Deutschland sind. So, das war erstmal so der Grundgedanke. Und da ich eh immer einen Campo haben wollte und da auf der Suche war und den dann letztes Jahr gefunden hatte, und der Mike den Frontera eh schon hatte, hat sich das dann angeboten, dass wir die beiden Autos dann quasi irgendwo in unserem Fuhrpark hatten und dann wollten wir mit denen auch fahren. Ihr habt Ja, den ja. Opel Club Fuhrpark mit aufgenommen, die Autos dann im Endeffekt. Sozusagen, Ja. genau. Und ihr habt vor 2, 3 Jahren da von der Rallye erfahren, übers Internet wahrscheinlich, sagtest du, irgendwo Facebook oder irgendwo eine Werbung gesehen. Und dann war das auch die Rallye, die ihr gesehen habt, oder warum habt ihr euch für diese Rallye entschieden? Nee, es war Es war tatsächlich genau diese. die. Es war die Baltic Sea Circle, ja. Also einfach, Okay. das war so ein Facebook-Beitrag, ne? Wenn du dich eh so ein bisschen für Rallyes interessierst oder so oder generell für Abenteuerurlaub. Dann wird dir das ja quasi irgendwann über den Algorithmus dann mal angezeigt und Ja, das genau. war's. Also es Habt gibt noch ihr ein paar andere Rallyes, die ich auch interessant finde, aber viele Okay. sind dann halt vom SAC. Ich glaube, es gibt nur eine Rallye, die ich noch gesehen habe, die mich interessieren würde, die nicht von SAC ist. Aber macht ihr Genau. denn sonst auch so Abenteuerurlaub? Macht ihr schon mal vorher was zusammen gemacht oder war das so euer erster Abenteuerurlaub zusammen? Ja, meistens, wenn wir Urlaub zusammen gemacht haben, dann immer mit Familien, also wirklich dann mit Frauen und Kindern. Das Okay. machen wir auch einmal im Jahr. So die letzten 3 Jahre, glaube ich, haben wir das Ja. gemacht, ja. Aber jetzt so mit Familie, dass ihr zusammen mit Familie unterwegs seid oder so normalen Familie. So, dass ihr so ein, ich nenne es mal jetzt Männerurlaub, dass ihr so ein Abenteuerurlaub nur mit den Männern, das war jetzt so das erste Mal. Ja, wir machen dann mal ein Wochenende oder so, wo wir mal weggefahren. Oder wenn wir auf die Opel-Treffen fahren. Aber dann ist auch nicht grundsätzlich nur Männer, weil dann sind die Frauen ja, die werden ja nicht ausgeschlossen. Aber meistens sind es dann, ist der Männerüberschuss schon da. Das heißt, viele Frauen bleiben zu Hause, aber ein, zwei Frauen kommen trotzdem mit. Okay, ihr habt das vor Die 2 Jahren. wären Bitte? auch jetzt, glaube ich, dabei gewesen, gerne, wenn es aber 16 Tage, wenn du dann Kinder hast, kannst du die Frau nicht irgendwie mitnehmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel zwei Frauen, die das super interessant finden und das auch sofort machen würden, aber es halt dann nicht möglich wäre. Ja, ich erinnere mich, als ihr ins Ziel gefahren seid, ich weiß nicht, wessen Frau das war, die zu mir gesagt hat, das nächste Mal darf er nicht allein. Oder so das passiert, wenn ihr mal allein unterwegs seid und das nächste Mal kommt sie mit oder irgendwie so. Ich Ja, glaube, genau. das war die von Mai, kann das sein? Von Ja, Mike und von das mir, ja. könnte sein, ja. Ja. Jetzt habt ihr vor 2, 3 Jahren davon erfahren. Wie haben die Frauen reagiert, als ihr gesagt habt, ey, pff, weil ihr habt das ja im Internet gesehen, habt euch zusammengesetzt, 2, 3 Bier und gedacht, geile Idee, das machen wir. Und dann durfte ja jeder erstmal ausschwärmen, zur Familie gehen und erstmal sagen, so, wir fahren jetzt mal für 16 Tage weg. Kam sofort gut an oder wie war das? Also die Frauen saßen schon mal dabei, als wir das beim Grillabend gesehen haben. Das Okay. heißt, die wussten das schon.
Die wussten nur halt erst später, dass es 16 Tage sind. Aber das ist ja relativ leicht zu erklären, wenn man einmal um die Ostsee will, 7.500 Kilometer, dass man das nicht an einem langen Wochenende schaffen sollte, auch wenn man Mathe nicht so begabt ist, schon relativ einleuchtend sein. Also grundsätzlich war das dann aber nicht kein Problem, dass es dann auch immer 16 Nö. Tage waren oder so. Das haben sie mitgemacht. Wahrscheinlich waren sie froh, euch erstmal für ein paar Tage los zu sein. Ja, das ist auch anzunehmen, ja. Und ihr habt sie vor 2-3 Jahren, also nochmal darauf zurückzukommen, gefunden. War das geplant, dass ihr 22 fahrt oder wolltet ihr, ist es aufgrund von Corona verschoben worden? Nee, gar nicht. Wir wollten 22 fahren. Also ihr wolltet 2-3 Jahre Vorbereitungszeit nutzen? Ja, 1,5 Jahre waren es dann, glaube ich. Wir haben es vor 2 Jahren gesehen und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, alles klar, und dann hatten wir das Auto da und dann haben wir uns letztes Jahr im August dann, glaube ich, angemeldet. Ne? Ja. Wir haben halt gesagt, wir wollten vorher dann, so, wir haben dann jeden Monat schon Geld in so eine Kasse eingezahlt, wo wir gesagt haben, okay, alles klar, das brauchen wir. Wir haben uns am Anfang mal Gedanken gemacht, was ungefähr an Budget uns erwartet. Wir hatten uns ja auch nur mit einem Auto, also nur erstmal mit dem Frontera angemeldet, weil ich den Campo zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte. Und ursprünglich war es nur Marco, Mike und ich, die fahren wollten. Und der vierte Mann, der ist ja so irgendwann später dazu gekommen, der Marvin. Ne, das heißt, wir waren zu dritt und hatten dann, wir hatten den Marvin gefahren. Wir hatten nee, erst meine Frau gefragt und dann. Genau. Ja, weil bei deiner Frau manchmal, das ist es schwieriger. Also wir haben die Frau überzeugt. Und so ein kleiner Terrier, die beißt dann immer in eine Wade und dann ist es schwierig. Und wie sah eure Vorbereitung dann schlussendlich aus? Ihr habt einerseits Geld beiseite gepackt, das muss alles ein bisschen organisiert werden und Urlaub und alles drum und dran. Was habt ihr noch so an Vorbereitungen gemacht? Ihr habt einmal den Campo gekauft. Und was habt ihr noch Vorbereitungen gemacht für, extra für die Rallye? Also wir haben halt gesagt, wir waren 3 Leute, wir haben gesagt, wenn wir einen vierten Mann kriegen, fahren wir mit 2 Autos. So, und da Marvin dann zugesagt hatte, haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir nicht mit 4 Leuten im einen Auto, mit 3 Autos, 3 Leuten in einem Auto wäre auch doof gewesen. So war 2-2, war perfekt. Dann haben wir uns halt hingesetzt und haben einfach mal ausgerechnet, was würde da so ungefähr an Sprit auf uns zukommen, wenn wir mal unseren Durchschnittsverbrauch so ein bisschen hochrechnen. Dann haben wir gesagt, so Pi mal Daumen haben wir gerechnet, 5.000 Euro ungefähr roundabout. Ja, und das war dann das, worauf wir quasi hingespart haben sozusagen. Ansonsten haben wir uns dann Gedanken gemacht, was nehmen wir mit, was brauchen wir, was wollen wir machen. Dadurch, dass wir den Campo hatten und der die außenliegende Ladefläche hat, hatten wir eigentlich noch, wir hatten etliches vor mitzunehmen. Ja. Das Aggregat zum Beispiel. Wir wollten, haben wir gesagt, wenn wir irgendwo in der Pampa stehen und keinen Strom haben oder was, nehmen wir ein Aggregat mit, dann haben wir, können wir abends alles laden und so. Und aber das ist extrem viel Gewicht und als wir dann die Autos beladen mit allem, was wir mitnehmen wollten, haben wir dann halt, war das Aggregat das Erste, was wir weggeschmissen haben, weil wir gesagt haben, das brauchen wir halt einfach gar nicht. Wir hatten dann den Umwandler im Auto, wo wir gesagt haben, was nehmen wir mit, was wirklich Strom braucht, also wo du wirklich sagst, okay, ich muss jetzt einen Wasserkocher betreiben oder einen Föhn, brauchen wir nicht. Also war es relativ schnell klar, wir laden irgendwo Akkus vom Handy, von der Drohne, von der Kamera oder was auch immer. Und da brauchen wir keinen, brauchen wir nicht wirklich Strom. Da wir den ganzen Tag im Auto sitzen, reicht es eigentlich, die Akkus während der Fahrt zu laden über den Strom des Fahrzeugs, über die Lichtmaschine, der produziert wird. Genau. Deswegen ist das auch super. Ja, den Frontera haben wir noch höher gelegt. Ja, wir haben die noch für die Aktion. Wir haben die ja noch technisch aufbereitet, ne? Bremsen neu. Dann bei den Campo war noch ein bisschen mehr zu tun. Ja. Dann haben wir vor der Rallye tatsächlich alles noch, alles was an Achsteilen, Achslager haben wir neu gemacht und wirklich Bremsen haben wir neu gemacht und eine Woche vorher. Eine Woche vorher und die Teile sind wirklich kurz vor knapp gekommen und da war so eine Nacht im Nebel. Hast du noch den Wagen entgegengefahren? Ja, da ist der Mike, hat noch den DHL-Wagen gejagt, damit die Teile fliegen. Ja, schneller. Und wie habt ihr das? Als wir noch eine Woche vor Start war und wir gerade hier alle zugange waren. Ja, eine Woche vor dem Start Bremse fertig gemacht. Also eine Woche vor dem Start waren dann im Endeffekt so beide Autos mehr oder weniger fertig. Ja, genau. Ja. Genau, und dann wie habt ihr das geplant mit Übernachten und so? War das von vornherein geplant, dass ihr im Auto oder Zelte oder Hotel? Wie habt ihr das geplant? Wir haben Zelte mitgehabt. Ich habe extra noch ein Dachzelt, hatte ich mir extra für die Rallye gekauft. Die anderen hatten dann halt alle Zelte mit und wir haben gesagt, dass wir so alle 3 Tage vielleicht mal uns irgendwie nach einer Pension oder ein Hotel oder was auch immer. In Norwegen soll es auch viele schöne Hütten geben oder was, die man sich dann über Airbnb günstig mieten kann, teilweise sogar, wo du einfach nur das zahlst, was es dir wert war oder sowas, haben wir halt vorher gelesen. Das war die Idee. Aber als wir dann auf dem Basthorst das Roadbook bekommen haben und gesehen haben, es gibt Punkte pro Übernachtung im Zelt, ist natürlich relativ schnell klar gewesen, wir können jetzt nicht Punkte verschleudern, indem wir im Hotel schlafen oder in der Pension. Also hieß es da, jeden Tag. Durch. Genau. Also ab zu den Mücken.
für euch war von vornherein klar, ihr geht auf Punktejagd, ihr geht auf Sieg. Ja. Das war so euer Ziel von vornherein. Also auf Sieg auf keinen Fall. Aber wir wollten alles machen, aber, was möglich ist. Genau, also ich sag mal, es geht auf jeden Fall darum, dass ihr, also euch ging es von Anfang an darum, ihr wollt Punkte jagen, ihr wollt alles machen, was geht, alles einholen und gucken, was bei rauskommt. Aber es gibt ja auch viele, die sagen, ach, wir nehmen das Roadbook nur als ja, Orientierungshilfe oder als Abenteuer mal 1, 2, 3 Aufgaben oder so. Und für euch war klar, ihr wollt die Aufgaben alle machen, so viel wie es geht, wie für euch möglich sind, ohne dass das komplett im Stress ausartet. Ja gut, aber wenn ich irgendwo daran teilnehme, dann muss die Ambition ja sein, zu gewinnen. Also das ist eine Rallye und da gibt es Sieger und da muss der Anreiz, also weiß ich nicht, wenn der FC Bayern auf dem Platz stehen würde und würde sagen, ja okay, alles klar, heute kicken wir mal, weil wir Bock drauf haben, dann würden sie nicht 10-mal hintereinander Meister werden. Aber der FC Bayern kickt auch Freundschaftsspiele, Freundschaftsturniere und du kannst es ja auch auf dem Spiel sehen. Aber Freundschaftsspiele sind halt keine offizielle Rallye. Dann kann ich auch einfach so einmal um die Ostsee rumfahren. Das finde ich sehr cool, ja, also, vor allen Dingen, dass ihr dann euren Plan über den Haufen geworfen habt. Wie habt ihr es geplant mit dem Essen? Von vornherein alles beigehabt, alles gemacht oder das geplant? Ich arbeite ja im Einzelhandel und dann hatten wir von meinem Arbeitgeber 400 Euro Essen an Bord. Ach, cool. Schön Dosenfraß. Ja. Von Erasco-Dosen über Terrin, wo du einfach nur heiß Wasser drüber kippen. Über Müsli. Müsli hatten wir ohne Ende. Milch, Kakao, Bier. Also, wir waren gut versorgt. Und daran habt ihr euch auch wirklich gehalten? Oder habt ihr auch unterwegs dann gesagt, also ich kenne das so, ich fahre, glaube ich, jetzt seit... Ich glaube, 1,5 Jahren fahre ich Ravioli-Dosen spazieren, weil ich die einfach unterwegs nicht esse, sondern es geht schneller, dass ich irgendwo ranfahre und mir dann Burger hole oder eine Pizza oder keine Ahnung, bevor ich anhalte und mir die Ravioli warm mache. Nö, wir haben das schon gemacht. Jeden Abend haben wir uns dann was warm gemacht. Ja, seltener, dass wir was essen gegangen sind. Das war ganz echt, war nur an einer Hand abzählen. Ich glaube, das erste Mal, wo wir wirklich richtig gefrühstückt waren, war auf der Lofoten. Ja, das war das erste, was wir je gegessen haben. Genau, das erste Frühstück. Köttbullar in Schweden. Stimmt, genau, in so einer Pommesbude, ja. Aber die waren auch gut. Okay, und worauf habt ihr euch am meisten gefreut? Was war das, wo ihr gesagt habt, ey, als ihr das gesehen habt im Internet, die Rallye da so und so, was war das, wo ihr gesagt habt, ey, da habe ich Bock drauf, das will ich sehen, das will ich erleben, worauf habt ihr euch am meisten gefreut? Ich glaube, Lofoten und der Nordkap, ja. Wobei mich das Nordkap dann tatsächlich schlussendlich irgendwie enttäuscht hat. Ja. Der Blechklumpen auf dem Felsen, das ist... Also ich habe mich eigentlich auf die ganze Rallye-Fahrt gefreut, weil halt einfach der Rallye-Gedanke irgendwie, dieser Team-Spirit und so, also das finde ich so interessant. Also klar, alles andere ist auch interessant. Das war halt geil, du guckst in den Tracker rein, guckst, wo die anderen sind irgendwie, da guckst du, boah, bist du im vorderen Feld unterwegs, mittel oder ganz hinten irgendwie dran, und da weißt du genau, boah, wir müssen am nächsten Tag total viel Kilometer abrocken, damit wir wenigstens einigermaßen mithalten können. Ne, also das war schon geil gewesen, irgendwie das Feeling allein schon, ne? Das habt ihr von vornherein gewusst, dass es so wird, weil so in dem Trailer sieht man ja ein bisschen was, aber ihr habt euch wahrscheinlich im Internet noch schlau gemacht, was ist hier, was da, ein bisschen geguckt, Videos, YouTube, keine Ahnung, geguckt, worum es geht, oder? Ja, also, Videos haben wir zum größten Teil auf YouTube. Also das, nachdem wir uns angemeldet hatten und dann halt schon gesagt haben, wir zahlen jetzt jeden Monat nicht ein, und als wir dann feststanden, dass wir vier, ich weiß nicht, ob, also Mike und ich weiß nicht, auf jeden Fall, wir haben uns sehr stark ausgetauscht, die Winterrallye haben wir stark verfolgt. Ja, Team Svetlana gab es da, die haben, glaube ich, auch die Winterrallye sogar auch irgendwie zwei oder dritter Platz oder erster Platz, weiß ich nicht, irgendwo auf dem Treppchen waren die auf jeden Fall bei der Winterrallye und die haben auch jeden Tag so Videos gemacht. Und das war so für uns so ein bisschen ein Vorbild, wo wir gesagt haben, ey, cool, da kann man jeden Tag irgendwie ein Video machen, dass man irgendwie was zeigen kann von der Rallye. Das fand ich halt ganz interessant. Und ja, mir angeguckt. Das war schon sehr inspirierend, was die gemacht haben, das war schon echt inspirierend, so die Videos und so. Das haben die richtig lustig gemacht, richtig cool gemacht, also kann ich gut nachvollziehen. Da gucken wir uns. Ja. Ich bin gespannt, ich habe eure noch nicht gesehen, ich wusste davon gar nichts. Das am Tag. Am dritten. Wenn es nur Swimming, da musst du dir angucken auf YouTube. Doch, ja, ich glaub, das ich, was das angeht. Das habe ich, glaube ich, einen Ausschnitt gesehen, irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe oder irgendwie so. Kann es sein, dass da so ein Ausschnitt war oder so? Nee, dieser leichte Kampf mit dem Soul-Streaming. Ja, genau. Aber ich, pass auf, ich, wie gesagt, ich habe um mein Leben gerungen. Ich pack das auf jeden Fall unten in die Beschreibung, dass da ein Link drin ist zu eurem YouTube-Account. Sehr cool. Und dann kann man das da alles sehen. Das finde ich sehr geil. Was hat euch ein bisschen Angst, was hat euch Angst gemacht? Hattet ihr irgendwas, wo ihr vorher gedacht habt, das macht euch Respekt, Angst oder wo ihr euch noch drauf vorbereiten müsst? Boah, Angst würde ich sagen, erstmal die Angst, irgendwo in der Pampa liegen zu bleiben. Das war tatsächlich irgendwie,
Ich meine, wir haben zwar einiges an Werkzeug auch mitgehabt und auch an Ersatzteilen, aber dann geht meistens irgendwas kaputt, was du sowieso nicht dabei hast. Das war so die große Angst. So im Nachhinein, denke so, boah, gar keine Frage. Der Hardy fährt mit, der schafft trotzdem. Ne? Wenn einer das schafft, dann du auf jeden Fall. Ne? Und, aber das wussten wir zu den Zeitpunkt überhaupt. Genau, am Anfang nicht. Die größte Angst war eigentlich nur da, weil wir bei dem Campo auch kurz vorher einen Motorschaden hatten und den Motor praktisch neu aufgebaut haben, dass der Motor überhaupt die Rallye mitmacht. Das war meine größte Angst. Ja, ich hatte nicht die größte Zeit, den Motor ausgiebig zu testen. Okay. Wir haben dann einen Turbolader für den Motor mitgenommen. Wir hatten alles an der Wahl. Also der Campo-Motor war relativ entspannt. Also, dass wir Elektronikprobleme bei dem Wagen gehabt hätten, war uns klar, dass wir das nicht hätten. Aber alles, was Mechanik war, hatten wir eigentlich dabei. Genau. Bis wir auf hatten Lichtmaschine dabei, Turbolader dabei, das war alles. Außer das, was wir halt neu gemacht haben, haben wir nicht dabei gehabt. Anlager und sowas, Bremse hatten wir jetzt nicht dabei, das war alles neu. Da brauchten wir uns keine Sorgen drum machen. Also, ihr hattet eine Woche vorher, oder wann habt ihr den Motor vorher gewechselt bei dem Campo? Den Motor haben wir 3 Monate vorher gemacht. 3 Monate Bremse vorher. Also hattet ihr auch noch genug Zeit? Nicht viel gefahren, weil der war dann noch beim TÜV und noch bei der Werkstatt, noch ein Loch schmeißen und so. Da war halt nicht viel mit fahren. Der ist vielleicht vorher 200 Kilometer gefahren, bevor wir losgefahren sind. 200 Kilometer hat der Motor neu aufgebaut, erstmal gefahren und dann sind wir einfach damit losgefahren. Okay. Also ich sag mal 3 Monate vorher, ich weiß selber, wie es ist, wenn der Motor eine Woche vorher, 14 Tage vorher fertig ist und du nicht weißt, was da los ist und ob das geht oder nicht geht. Wir haben auch damals im ersten Winter BSC auch alles eingepackt. Ihr hattet einen Turbolader dabei, hätte mein Auto Turbolader, hätte ich es damals wahrscheinlich auch gemacht, aber wir haben dafür einen Zylinderkopf mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob da alles funktioniert. Ich habe alles Kopfdichtung, Zylinderkopf, Zahnriemenrollen, Zahnriemen selber und hatten wir damals bei unserer ersten Rallye bei gehabt, weil ich auch dachte, ich will nicht in Norwegen stehen, oben irgendwo. Und dann feststellen, das Ersatzteil liegt zu Hause in der Halle. Oh nee, da wäre ich gestorben, hätte ich alles bei gehabt. Was hat euch am meisten überrascht, wenn ihr so an die Rallye zurückdenkt? Was hat euch so am allermeisten landschaftlich, menschlich, keine Ahnung, ihr denkt zurück, das hat mich auch überrascht. Was war's? Menschlich die anderen Teams. Genau, der Zusammenhalt der anderen Teams. Ja, mega geil. Meiner Meinung nach können wir, glaube ich, aus Erfahrung sprechen, das hat uns am meisten getroffen. Da kommen wir gleich zu. Auf die genaue Erfahrung kommen wir gleich noch zu. Und wenn wir jetzt mal das weglassen und auf der Rallye, gab es auf der Rallye irgendwas, wo ihr sagt, ich meine, die Lofoten, das war ja das, worauf ich am meisten gefreut habe. Habt ihr Zeit gehabt, die zu gucken, die euch genauer anzugucken? Oder weil so Punktejagd ist ja auch so, dass du das Sightseeing mehr oder weniger auslassen musst. Ja, also eigentlich haben wir für nichts Zeit gehabt. Wir haben jeden Tag irgendwie gefahren, von morgens. Also wir haben uns immer morgens Zeit gelassen. Wir haben ausgiebig gefrühstückt, sind dann irgendwann so um 10 Uhr vielleicht gestartet, 10, halb 11 auch manchmal, weil wir morgens uns dann echt die Zeit genommen haben. Aber nicht, um großartig was zu sehen, sondern einfach, um aus dem Zelt zu krabbeln, ausgiebig zu frühstücken und dann irgendwann zu starten und die Tagesaufgabe zu erfüllen. Man teilweise auch bis abends 10, 11, 12, 1 Uhr gefahren. Und dann halt, also das sind wir aber tatsächlich, gerade die Tage, ich sag mal Tag 1 bis 4, sind wir so lange gefahren, weil wir halt auch in Lofoten die Zeit haben wollten. Und die hatten wir dann tatsächlich auch. Wir sind an dem Tag, wo die Party auf den Lofoten war, sind wir nachts um 3 angekommen. Dann haben wir, das war irgendwie auch die schlechteste Nacht eigentlich, also wettertechnisch. Ja, ja, Top-Wetter, also mega geil. Nur da in der Nacht war es halt windig und regnerisch schon ein bisschen. Und dann haben wir auch nachts um 3 uns irgendwo die Zelte aufgeschlagen. Teilweise sogar eher im Auto geschlafen. Ja. Und sind dann aber am nächsten Morgen relativ früh dann weitergefahren und einmal so in die Lofoten auf und ab. Und da hatten wir halt Zeit. Deswegen sind wir die ersten Tage bewusst länger gefahren, damit wir da auch in Lofoten mal die Zeit haben. Das ist eine ganz geile Sache, weil Lofoten, das war ja unglaublich. Also jedes Mal, wenn ich auf den Lofoten da oben bin, ist das beeindruckend hoch 10. Ich war einmal jetzt, habe mir die Zeit genommen, bin da hochgegangen auf diesen Rheinebring oder wie das da heißt, wo du, da kannst du so 1000 Stufen oder was hochlaufen. Ich habe gedacht, ach komm, läufst du mal spontan hoch. 1000 Stufen, 1000 so eine richtig hohen Steintreppen oder so hochgehen. Da bist du schon echt am Arsch. Aber das war so irre. Also dieser, wenn man das so sieht, ihr habt Drohnenaufnahmen mit Sicherheit gemacht in euren Videos über die Lofoten und da oben so ein bisschen die Drohnen. Ey, das fand ich auch echt magisch. Ob das nicht wirklich der Filmort von Jurassic Park war? Ich habe Stories gemacht, weil man da fährt da lang, du siehst diesen leichten Nebel, diese ganz komplett grünen Hügel, Wälder, Berge. Ja. Das ist sowas von Jurassic Park, das ist der Hammer. Ja. Da passt man schon ein bisschen auf, wenn man aussteigt und draußen rumläuft. Das ist dann Videotag 5. Hier gibt es auch gleich die Anleitung. Gab es irgendwas, was euren Horizont erweitert hat, wo ihr sagt, okay, hätte ich nicht mit gerechnet, wenn ich in Schweden oder Norwegen oder so, wo du
wo ihr sagt, ey, das ist neu für mich? In Schweden die Autos. Diese 25er Autos, diese Volvos, die voll tiefgelegt sind, die Federn und die da so. So ein Bahnreihe gibt es auch, wie die 15-Jährigen fahren dürfen oder so. Ja, genau. Die haben, glaube ich, immer mehr Federn drin. Die haben einfach irgendwie Stahlstangen da reingeschweißt und fertig. Das ist irre, oder? Das staune ich auch jedes Mal. Bei uns fahren sie rum mit diesen kleinen 25 km/h-Kennzeichen, so Mofa-Kennzeichen auf so einem Auto. Ja. Und aber da sitzen die in den fetten, krassesten Volvos, in den krassesten Pickups und keine Ahnung, ja. haben hinten nur so ein komisches Dreieck darauf gezimmert und fahren mit allem tiefer gelegt bis zum geht nicht mehr. Wahrscheinlich ist für die der TÜV wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Und beleuchtet auch bis zum geht nicht mehr, ne? Ja, Kebisbude. Okay, was sollte man unbedingt mitnehmen aus so einer Rallye? Was sollte man unbedingt dabei haben aus eurer Sicht? Boah, gute Laune. Ja. Und Spaß am Autofahren. Genau. Und Bier. Ja. Als Beifahrer muss man Bier haben. Das Feierabendbier brauchst du auch noch was. Was braucht man gar nicht? Aggregat. Ja. Stromaggregat. Okay, was war das Unsinnigste, was ihr mitgenommen habt? Den Wagenheber eigentlich, den haben wir gebraucht. Genau, den Wagenheber. Der hat nur nachher alles zerstört beim Unfall. Aber das ist nicht auch eigentlich nur für tiefer gelegte Autos war, ne? Nein, denn mit einem normalen Wagen wäre jetzt die Bahn nicht hochgekriegt. Ja, so. Habt ihr irgendwas vergessen? Die zwei Kisten. Doch, zwei Kisten Senf haben wir vergessen. Genau. Senf für unsere Bockwurst. Ja, zwei Kisten. Zwei Kisten Senf vergessen. Die haben in der Garage aus Versehen liegen lassen. Wir hatten zwei Kartons Senf. Ich weiß gar nicht, warum wir zwei Kartons Senf hatten, aber wir hätten jede Wurst darin. Eine Wurst, ein Glas Senf. Also, die Erklärung dafür ist relativ simpel. Ich konnte nicht einfach sagen, okay, ich brauche jetzt ein, zwei Tuben Senf, sondern wir mussten alles kartonweise mitnehmen, was wir mitnehmen. Das heißt, wir konnten nicht. Du musst halt eine Tube Senf mitnehmen. Und weil ein Karton zu wenig ist? Haben wir zwei genommen. Da hat sich unsere Logistik vertan und hat leider zwei mitgegeben. Oder war das einmal mittelscharf und einmal scharf? Das kann auch sein. Das kann auch sein. Aber zum Im Endeffekt habt ihr jetzt das zu Hause, den Senf. Ja, den haben wir zu Hause aufgeteilt. Wie habt ihr das mit Spenden gemacht? Weil ja Spenden gesammelt werden. Wie habt ihr das gemacht? Wofür habt ihr gesammelt? Und wie habt ihr gesammelt? Für das Kinderpalliativzentrum Datteln. Ja, aber die Spendenseite immer noch offen für die nächste Rallye schon mal. Und wie habt ihr das gemacht mit dem Spendensammeln? Habt ihr ganz normal aufgerufen über das Internet oder habt ihr Freunde gefragt oder habt ihr selber gezahlt? Wie habt ihr es gemacht? Wir haben ja unsere Facebook-Seite, unsere Internetseite haben wir ja quasi, unser Opel-Club. Das heißt, über die Homepage, über Facebook dann halt aufgerufen und halt klar im Freundes- und Bekanntenkreis auch teilweise auf ein Geburtstagsgeschenk verzichtet, sondern gesagt, hier, da spendet dafür, ist ein guter Zweck oder so. Und haben auch ziemlich lustige Wetten noch dazu gemacht, wenn ich da an Markus Hochzeit denke. Das war der Marco immer. Der Marco war immer ganz geil darauf, irgendwelche Fotos zu bekommen, aber dafür war er dann auch immer sehr spendabel. Genau, dafür habe ich auch gerne gespendet. Was habt ihr da gemacht für Wetten? Was habt ihr da für Spiele und Wetten gemacht? Also Marc und Sandra bei uns aus dem Club, die haben halt geheiratet. Und dann waren wir da auf Hochzeit, also am Standesamt sozusagen. Und der Mike, der mag das immer ganz besonders gerne, wenn er angesprungen wird. Und ich mach mir da immer einen Spaß draus und ärgere ihn damit. Und dann hatte der Marco die Idee, sagt er, ja, wenn ihr beide hier, ihr seid doch eh der Traumpaar, ihr setzt euch jetzt da vorne hin und ich mache ein Foto von euch, hier so am Standesamt am Tisch. Und dann hat er gesagt, dafür zahle ich sogar 100 Euro. Muss ich nur noch den Mike überzeugen, weil ich bin da schmerzfrei. Ich habe ja auch pinkes Shirt an. Ne? Ja, und dann haben wir das halt gemacht. Dann haben wir da so ein Foto mit angedeuteten Kuss. Und was dann der Marco wert, dass er 100 Euro zahlt. Genau. Weißt du, was da die Verbindung war? Das war so fast Zurströmen. Ja, das ist schlimmer als Fisch. Sehr schön. Man muss auch ein bisschen verrückt sein dafür. Marvin hatte vorhin zwischendurch gesagt, dass der Wagenheber beim Unfall einiges zerstört hat. Ich glaube, da können wir jetzt mal dazu kommen. Was ist bei euch passiert? Weil das finde ich, ist auch eine von den, also ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wenn ich an die ganze Aktion denke. Fang einfach von ganz von vorne an. Erzählt einfach mal, wie es aus eurer Sicht abgelaufen ist, diese kleine außergewöhnliche Sache. Ja, ich bin dann Auto ja gefahren. So, wir hatten gerade die Grenze zu Lettland passiert, sind auf der Hauptstraße gefahren, da hat sich dann ein Stau gebildet. Da ging es und ging es nicht weiter. Wir standen da schon 5, 10 Minuten, keine Ahnung. Ich denke so, boah, dann
guckst du so, jo, da kann man durch den Feldweg fahren. Links rum sofort ab in die Felder rein. Mega Schotterstraße, richtig extrem staubig, war wirklich auch warm gewesen an dem Tag. Ne? Ja, dann sind wir dort lang gefahren, immer weiter und da waren auch Einheimische, haben den gleichen Gedanken gehabt, die sind dann auch hinter uns gefahren. Selbst das zweite Auto hinter uns wurde auch von so einem Einheimischen überholt gehabt. Das war, heißt, die waren nicht mehr direkt hinter uns gewesen. Ich bin aber trotzdem vorausgefahren und dann kam diese besagte Kreuzung und es war so gewesen, also das habe ich gar nicht als Kreuzung eingesehen gehabt. Ich habe nur von rechts so eine mega Staubwolke irgendwann da anfahren sehen. Ich denke so, gut, ist rechts vor links, ne? Fährst du eben noch rüber, bis der da ist, ist gar kein Problem. Ja, Pustekuchen, ne? Also fährst auf die Kreuzung drauf und dann siehst du im Endeffekt schon im rechten Augenwinkel und auf einmal räumt er dich so von der Straße ab, dass wir uns dann tatsächlich noch überschlagen haben. Wir lagen dann kopfüber im Graben drin, konnten aber Gott sei Dank unverletzt noch aus dem Auto aussteigen. Ja, und dann das einheimische Auto, was natürlich dann hinter uns geparkt war, gefahren ist, war dann stand dann da und wollte natürlich Hilfe leisten. Und dann kam das zweite Auto mit meinem Frontera, was dann tatsächlich dann auch noch anhalten konnte und noch mit weiter Unterstützung bieten konnte. Ne? Und erstmal waren wir froh, dass wir überhaupt da heile rausgekommen sind, weil so wie man das Auto gesehen hat, ich meine, du weißt es ja, ne? Und da musste man erstmal drauf klarkommen. Ne? Und dann hat es ja natürlich erstmal gedauert, bis dann Feuerwehr, Polizei etc. alles kam. Kurz darauf waren wir auch sehr, sehr beeindruckt, wie viele Teammitglieder das mitbekommen haben und uns dann auch noch helfen konnten. Ne? Wir haben dann ganz, ganz viele Sachen aus dem Auto noch bergen können und die Sachen auf alle Teammitglieder irgendwie verteilen können. Dann hat man sich auch die Gedanken gemacht, wie kriegt man das Auto jetzt aus dem Graben raus? Das stand ja, lag ja kopfüber in einem Dreck da unten. Und da war auch ein Einheimischer mit seinem Bagger. Der konnte das Auto dann tatsächlich auf Räder wieder stellen. Wir haben es dann rausgezogen auf die Straße und da haben wir so gesagt, so, ja, was machen wir jetzt mit dem Auto? Ne? Dann ADAC gerufen, ja, und so, Totalschaden, also musste dann bestätigt werden, dass Auto Totalschaden ist, dann wurde das Auto dann auch nicht mehr nach Deutschland geschleppt und dann das andere verunfallte Fahrzeug, was uns dann reingefahren ist, das wurde dann halt natürlich auch vom Abschlepper abgeschleppt und der gleiche Abschlepper hat uns dann nachher angeboten, das Auto uns abzukaufen. Aber wie gesagt, gehen wir drauf ein. Unter der Voraussetzung, dass wir die wertvollsten Teile an dem Fahrzeug mitnehmen. Ja, das waren so Grobstollenreifen, die natürlich einiges kosten. Dann alles, was wir so an neu verbauten Teilen hatten, hatten wir noch. Und letztendlich hat uns dann der Abschlepper das Fahrzeug abgekauft und leider mussten halt zwei Kollegen von uns, der Matthias und der Marco, war halt Matthias sein Auto gewesen und der Marco, seine ganzen Kleidungsstücke, die waren alle in Diesel getränkt gewesen, weil das Ding halt auf dem Dach lag und der Diesel ausgelaufen ist, sind die beiden mit dem Flieger nach Hause geflogen. Ich und der Marvin sind dann weitergefahren. Das war natürlich eine harte Nummer irgendwie bei dem, was man alles erlebt hatte. Er kann schon davon reden, irgendwie auf dem Dach zu liegen und dann plötzlich da wieder quick lebendig rauszukommen, ohne irgendwelche Blessuren und dann auch noch die Rallye weitermachen. Und wir wollten tatsächlich, wir haben gewusst, wir haben mit Sicherheit sehr, sehr viele Punkte schon gesammelt und wir wollten das nicht einfach so liegen lassen. Ne? Ja, also ich erinnere mich ja dran, ich bin ja auch dann später zu dem Unfallort dazugekommen und wir konnten das so ein bisschen lösen mit dem ADAC. Also als ich angekommen bin, ich bin nahezu die gleiche Straße gefahren wie der Unfallverursacher oder der Unfallgegner, nennen wir den Unfallgegner, wie er gefahren ist. Und das war schon eine ziemlich holperige Straße, so eine ziemlich roughe Schotterstraße. Und wie es gestaubt hat und alles, was, wie du es erzählt hast, konnte ich alles genau nachvollziehen. Wir sind dann an die Kreuzung rangekommen und haben im Endeffekt euren völlig zerstörten Campo gesehen. Also das Ding war ja richtig zerhackt. Dass ihr da so rausgekommen seid, Hut ab, Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe dann so mitbekommen, noch der eine oder andere blaue Fleck ist übrig geblieben oder so. Klar, logisch, wenn man so einmal durch die Gegend geworfen wird, der Wagen sich überschlägt, dann kriegt man schon die eine oder andere Sache ziemlich mit. Da hattet ihr auch noch so diese, so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass noch so diese Überlegung da ist, fahren wir weiter, fahren wir nicht weiter und. Und da kam auch schon der Kommentar, ey, wir haben so viel investiert, wir haben so viel Zeit, so viel Aufgaben, so viel Energie reingebracht in das Ganze, dass ihr nochmal losfahrt. Und ich fand, was dann passiert ist, fand ich eigentlich
Ultra. Zwar kam dann noch der Abschleppwagen, da haben wir Ewigkeiten drauf gewartet. Das war so ein Feilschen, wer nimmt den mit, bis wir begriffen haben, dass der den dann doppelt schleppt, dass der den einen wegbringt und dann den anderen. Das war alles ziemlich, ja, Lettland-mäßig. Also das war nicht so, nicht so deutscher Standard, sondern das Ding war ganz geil. Und dann war ganz geil, dass alles ausnahmslos alles nur über Google Translator ging, weil Englisch sprechen ist da nicht gewesen. Die konnten da so nicht ein einziges Wort. Englisch. Der Google Translator hat dann das, was er genuschelt hat, auch nicht so wirklich übersetzt. Das war schon ziemlich spannend. Ja, und dann schlussendlich hattet ihr die Entscheidung getroffen, okay, was passiert mit dem Auto? Der kommt weg. Und dann haben wir den ja dann noch vor Ort im Endeffekt geschlachtet. Alles, was man so irgendwie mitnehmen konnte. Leider zu wenig, wenn ich das so höre, dass ihr eine Woche vorher komplett Bremsen gemacht habt, dass der Motor gerade gemacht war und. Dann ist es eigentlich zu wenig, was man da rausgeholt hatte. Nur ein Totalschaden ist halt ein Totalschaden. Und dann kannst du nicht sagen, den kriegen wir irgendwie mit. Und der Kostenfaktor hin und her fahren mit Trailer, das Ding mitnehmen, abholen. Du hättest auch nichts mehr machen können, weil der war ja wirklich krumm. Also das Ding war ja leider nicht mehr zu retten. Und so ein schönes Auto, muss ich auch noch dazu sagen, aber das kann man auch alles in eurem YouTube-Kanal sehen. Also das war schon beeindruckend, wie das Auto zerstört war, wie er da lag. Aber ihr dann im Endeffekt gesagt habt, und das fand ich so das Beeindruckende, wir fahren weiter, wir machen es weiter. Zwei mit dem Flieger nach Hause, die anderen beiden hätten ja auch sagen können, ey, so what, Alter, wir können jetzt hier nicht weiterfahren, wenn zwei nach Hause fliegen oder gibt ja tausend Reaktionsmöglichkeiten. Aber ihr habt gesagt, ihr fahrt das Ding weiter. Und das war schon, fand ich persönlich, massiv beeindruckend. Was ist mit den ganzen Teilen passiert? Ihr könnt ja mal erzählen, was so passiert ist, weil wenn ich das erzähle, ist das vielleicht nicht so, wie es für euch war. Was ist dann passiert? Ich meine, ihr hattet ein Dachzelt extra gekauft für das Auto. Die ganzen dicken Räder und die ganzen Teile und was. Was ist da passiert? Wie habt ihr das mitgekriegt? Wie war das? Ja, wir hatten die fetten Räder oben auf dem Fronteller. Das war auch leicht überladen, das Dach. Wenn da die fetten Räder und so Brünnfänger oben drauf sind, dann lässt sie auch recht bescheiden fahren. Das war der Haushalt der Höherlegung. Ja. Ja, und die anderen Teile, wie sein Dachzelt, das war dann bei anderen Teams auf dem Dach. Die haben ihre Klamotten irgendwie weggepackt und alles da bei sich irgendwie untergebracht. Selbst unsere Sachen sogar noch sauber gemacht. Da haben wir auch schlecht geguckt, wo wir da, wo machst du das mal sauber? Dann war halt in zwei oder drei Autos verteilt, was wir uns nachher am Ziel halt wiedergeholt haben in den ganzen Autos. Also ich fand's cool. Es gab so die Idee, die Startnummer von dem kaputten Auto abzumachen, die dann auf den zweiten drauf zu kleben. Ihr seid dann mit dem Nummernschild von dem zweiten Auto bei euch am ersten Auto noch vorne rangepackt, dass man das da oben noch mit drauf hat. Die Räder, also ihr habt ja so ein halbes, zweites, den Campo zur Hälfte mitgefahren auf dem Frontera. Viele Teile waren verteilt. Ich hatte einiges, euren Turbolader und Spannungswandler und so. Also ist Antje mal mit dem Turbolader gefahren, hat nicht viel gebracht. hier, das eine Team, die Sleeping Dogs hatten, Million Matze, hatten euer Dachzelt oben drauf, soweit ich mich erinnern kann. Und die sind dann auch noch ein paar Tage später, habe ich auch gesehen, nach der Rallye bei euch vorbeigekommen, weil sie den Tisch mitgenommen hatten, Ja, der genau. unter dem Auto Wir haben gelegen uns ist. an dem Tisch vorbeigebracht. An unserer Siegesfeier mit den Freunden, da kam er auch vorbei. Ja, genau, das fand ich Wir noch ganz waren auf dem lustig. Weg nach Frankreich zum Rammstein-Konzert, glaube ich, war das, ne? Ja, Ja, ebenso, ebenso. genau. Also das fand ich noch ganz witzig, was so entsteht. Ja, und dann schlussendlich sind wir ja dann nachts zu diesem Schrotthändler mitgefahren oder zu dem Auto, zu dem Abschleppunternehmen, der das Auto verwertet hat. Und wie ist es denn so, wenn, ich meine, Matthias, dein Auto war es, der musste ja abgemeldet werden, der Typ wollte die Papiere haben, hast du die mit der Post hingeschickt oder wie ist das dann Ja, gelaufen? genau. Ich habe den abgemeldet und dann nehmen wir die Papiere. Den Kaufvertrag, den haben wir vor Ort gemacht. Einfach so. Hm. Händisch und dann abgemeldet und dann die Papiere dann hingeschickt. Genau. Und das hat alles gut geklappt. Und dann seid ihr, dann hat er euch doch noch zum, hat er euch oder war das ein Taxi, war das, was euch zum Flughafen? Ja, er hat uns zum Flughafen gebracht. Genau. Genau. Er hat dann im Endeffekt das Taxi auch gespielt, von wegen, bevor ihr ein Taxi ruft und das Ewigkeiten dauert. Und die anderen zwei sind dann mit dem Auto los. Wir sind ja dann in einem Dreierkonvoi ursprünglich so ein bisschen losgefahren. Daran erinnere ich mich noch. Und ich war so hundemüde. Ich war so fertig und müde. Und ich habe dann gesagt, okay, wir fahren nicht mehr weiter. Und dann seid ihr ja an uns vorbeigeballert und noch gib ihm und den Rest der Strecke gefahren. Und dann habe ich euch das nächste Mal im Ziel gesehen. Jetzt könnt ihr mir das mal erzählen, wie das war. Weil ich hab nur dran gestanden. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut am ganzen Rücken. Ich habe da gestanden. Ich bin ja vor euch im Ziel gewesen und habe mich so drauf gefreut, wie ihr da ins Ziel gefahren kommt mit den beiden Startnummern von beiden Autos auf eurem drauf, mit den ganzen Teilen auf dem Dach, Nummernschild und. Und die zwei, die dann vorgeflogen sind, dass sie sich noch damit draufgestellt haben, dazugegangen sind und wie ihr dann so ins Ziel gefahren seid, für mich war das
ein unglaublicher Moment, den ich bei allen Rallyes gesehen habe, weil im Endeffekt seid ihr dann doch zu viert über die Ziellinie gefahren. Ne? Das war aber von vornherein klar, wo die beiden geflogen sind, dass sie in Hamburg wieder da sind. Das war von vornherein geplant, das wussten sie schon, die fliegen zwar nach Hause, aber sind zwei Tage später wieder in Hamburg. Mhm. Weil wir ja wussten, dass wir die Teile, die wir auf die Autos verteilt haben, irgendwie wegkriegen müssen. Mhm. Und dass wir das nicht alles mit dem Fonterra hinkriegen, weil der Fonterra ja schon heillos überladen war und auch voll. Und noch bei zwei anderen Teams Sachen in den Autos waren. Und also einmal in der Feuerwehr und einmal bei den Sleeping Dogs. Mhm. Und dementsprechend mussten wir halt ja irgendwie die Sachen holen. Und da wir von unserem Motorclub halt ein Combo, nicht Campo, sondern noch ein Combo als Clubfahrzeug, also einen Kastenwagen haben, sowas wie ein VW Caddy, da sind wir halt mit dem hochgefahren nach Hamburg und haben die Teile abgeholt. Und dann noch so vorher noch mit draufgestiegen und dann zusammen über die Ziellinie. Genau, richtig. Genau. Ja. So, und jetzt die Frage, hat sich das gelohnt? Im Nachhinein ja. Hätten wir nie mitgerechnet. Wie wir es hinterher erfahren haben, haben wir es ja sogar gewonnen. Da haben wir nicht mitgerechnet. Die Punktezahl, die Punkte sammeln, damit habt ihr gerechnet. Oder nicht gerechnet, sag ich mal jetzt. Dass wir das Ding gewinnen, hatten wir jetzt nicht gedacht. Wir hatten jetzt gedacht, ja gut, wir haben sehr viel investiert, wir haben sehr viele Punkte gesammelt. Vielleicht kommen wir irgendwann, haben wir eine Chance aufs Treppchen. Dass es dann der Erste wird, das war jetzt nicht klar. Wir waren eigentlich, wo die ersten beiden da standen, da waren wir, okay, ja, ist vorbei, ne, da hat sich erledigt. Dass wir dann die Letzten sind, die da aufgerufen werden, da haben wir auch nie im Leben mit gerechnet. Jetzt haben wir total gezögert, wir wussten ja gar nicht, was wir machen sollen. Ja, also das war auch so ein Ultramoment, weil damit hat wirklich gar keiner gerechnet. Gar keiner hat damit gerechnet. Ich hatte mit dem Veranstalter vorher noch kurz geschnackt und gesagt, ey Mensch, guck mal, da kommen die Jungs, die den Unfall hatten, kommen gerade rübergefahren. Ah ja, alles klar und so. Dann hat Maschine das nochmal erwähnt. Da haben wir nochmal drüber gesprochen. Und das war schon so ein Highlight-Moment, wo ey, ihr kommt zu viert da über die Ziellinie gefahren. Da ist irgendwie was Magisches gewesen. Und am Ende wird euer Name aufgerufen, als die Sieger verkündet werden. Da habe ich gedacht, das kann ja mal, wie geil ist das denn bitte, oder? Dass ihr, dann habt ihr ja nach dem Unfall kannst du ja nicht sagen, oh, wir hatten bis zum Unfall so viele Punkte, wir können uns zurücklehnen und sind Erster geworden. Dann ging es ja nach dem Unfall genauso weiter, die Punkte jagen, weitermachen und noch weitermachen. Ja, aber da muss man halt dazu sagen, also ich war ja dann meistens Beifahrer, weil ich Videos geschnitten habe und habe dann halt immer vom Beifahrersitz aus viel organisiert. Das heißt, einen Tag später, als wir dann zurückgeflogen sind, hatten wir ja noch den Termin mit der Zeitung. Das heißt, in Litauen hatten wir ja dann noch einen Termin mit der Zeitung, den wir vorher ausgemacht hatten. Mhm. Und das war dann halt alles schon irgendwo auf dem Weg. In Finnland haben wir da schon organisiert, dass wir in Litauen einen Termin mit der örtlichen Zeitung da hatten, dass wir halt in die regionalen Zeitungen, sind 2:05 oder 10, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall waren das halt Punkte, die im Roadbook zu holen waren. Und deswegen haben wir geguckt, dass wir das alles irgendwie hinkriegen. Ja. Genau, und das war dann halt so schon organisiert. Und dann fehlte am Ende, als ihr weitergefahren habt, was fehlte noch? Es fehlte noch zum Beispiel noch die Ziege. Ja, genau. Wo wir halt gesucht und da hatten wir auch in Litauen eigentlich einen Hof, da waren wir auf dem Weg hin, als der Unfall passiert war. Da wären wir an dem Tag noch angekommen nach Litauen und das hat ja dann leider nicht geklappt. Aber sowas haben wir dann halt alles im Vorfeld eigentlich schon geplant gehabt. Und dementsprechend auf den beiden Tagen, wo ihr unterwegs seid, hatten wir die Punkte, wo wir hin wollten. Also es waren noch Punkte offen, klar, aber wir wussten genau, wo wir hin müssen dafür, für die Punkte. Das heißt, also es war schon vorwege organisiert, somit konnte man sich eigentlich auf diese Abarbeitung der organisierten Punkte... Genau, also wir brauchten einfach nur von zu Hause dann nur noch schreiben, hey, denk dran, dahin, so ein bisschen das begleiten dann. Ja, geil, ja. Was ihr vorher zu zweit, also mit zwei Autos auf der Strecke gemacht habt, dann im Endeffekt fortgeführt. Genau, so haben wir es eigentlich immer gemacht, dass immer der Beifahrer des ersten Autos quasi die Navigation übernommen hat, je nachdem, wer gerade vorne war. Und wer Beifahrer war und der Zweite, der hinten saß, hat dann meistens die Videos geschnitten und dann brauchte sich dann halt nichts. Das heißt, zwei Fahrer, einer navigiert in dem einen Auto und der andere macht die YouTube-Videos in dem anderen Auto. Ja, und Organisationen wie zum Beispiel mit der Ziegel und mit der Zeitung und sowas. Ja, ja. Genau. Ja, sehr geil. Also wollt ihr nochmal eine Rallye fahren? Ja, müssen wir ja. Nein, aber wir wollen es sowieso. Habt ihr schon so auf dem Zettel, welche würde euch reizen? Ja, da wären wir nachher sowieso auf dich jetzt mal zurückgekommen, weil du hast ja direkt jetzt den Balkan Express und die European 5000 direkt hintereinander gefahren. Ja. Aber da können wir ja später mal gucken. Aber das wären die beiden, die uns halt reizen würden. Tendenziell würde ich jetzt sagen, super näher an der Balkan als an der European. Aber es hat beides irgendwo was. Also wir werden sie wahrscheinlich beide fahren. Wir müssen uns halt nur noch entscheiden, welche zuerst. In welcher Reihenfolge, genau. Ja, genau.
Ja, sind beide ultra geil. Also da gibt es überhaupt keine Meinung. Habt ihr mal drüber nachgedacht, auch im Winter zu fahren, den Sommer BSC, nachdem ihr den, also den Auf gar keinen BSC? Fall. Nee. Also wenn man sich vorstellt, wir waren schon sehr gut unterwegs, auch mit dem Punto, wenn man sich das im Winter, da hat man bei weitem nicht solche Geschwindigkeiten, die man fahren kann. Nee. Das Da heißt, hat der man noch Stressfaktor, mehr Stress. genau, der Stressfaktor ist ja halt einiges höher, wenn du eine niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit hast. Unter Umständen Schneeketten aufziehen, das frisst ja alles Zeit. Ja. Und wir hatten schon wenig Zeit für uns. Also zumindest, was heißt wenig Zeit? Wir haben zumindest zu wenig Zeit, um die Landschaft zu genießen. So kann man es halt sagen. Ja. Und ich Und würde auch im Winter da hochfahren, aber nicht in Form einer Rallye. Das heißt, ich würde im Winter auf die Lofoten fahren, gar keine Frage, aber dann bräuchte ich halt einfach Zeit, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier nicht irgendwie. Ich muss dann und dann da sein für irgendeine Party oder was, sondern ich kann mich jetzt komplett auf die Landschaft fokussieren. Deswegen würde ich ja. so im Winter ziehe vor jedem den Hut, der es macht, aber ich, no way. Ja, also der Stressfaktor im Sommer ist schon krass und wenn man sich das im Winter vorstellt, das ist Aber der Stressfaktor ist im Winter für die anderen genauso die Herausforderung, das schneller, langsamer und alles. Also, ja, logisch. man schwimmt da ja im Strom mit. Also von daher. Aber cool, finde ich super. Jetzt noch eine Frage. Wenn ihr auf eure Rallye zurückblickt und ihr könntet in der Zeit zurückreisen, heute, ich reise dir zurück und ihr könntet jeder euer Vor-Rallye-Ich. Also Marvin trifft Marvin vor der Rallye, Marco vor der Rallye und. Welchen Tipp würdet ihr eurem Vor-Rallye-Ich geben für die Rallye, wenn ihr Ganz reist? einfach, wenn nicht links abbiegen. Genau. Besser im Stau anstellen, keine Umwege fahren. Nicht versuchen abzukürzen. Abkürzen war es, es Ja. war Umweg, aber. Oder egal an was man denkt, man vergisst so oder so was. Ja, also jetzt mal abgesehen von dem Unfall, gibt es sonst was, wo ihr sagt, oh, das hättet ihr gerne vorher gewusst? Also wenn ich nicht, nö. Nee, wir haben uns halt jetzt schon relativ gut drauf vorbereitet gehabt, irgendwie. Und mit den Kriegen und eigentlich nicht irgendwie, wo wir jetzt sagen müssten, nee, das haben wir von vornherein gesagt, wir lassen uns überraschen, das, was auf uns zukommt, da müssen wir irgendwie improvisieren. Ne? genau. Und da haben wir Bock drauf auf sowas. Ne? Gerade dieses Improvisieren, so, ja, okay, da muss ich jetzt irgendwie das Beste draus machen. Das fand ich auch beeindruckend. Okay, nachdem wir nun einiges über euer Abenteuer erfahren haben, würde ich gerne noch so ein bisschen was über euch erfahren. Was seid ihr so für Typen? Was sind das so für Leute, die mit zwei Fahrzeugen um die Ostsee fahren und vor allen Dingen auch selbst wenn sie einen echten kapitalen Unfall da erleben, der auch nicht ohne ist, sich entscheiden weiterzumachen? Was sind das so für Leute? Wie tickt ihr so? Somit hätte ich so einen kleinen Fragen-Quickie an euch. Ich würde sagen, wir fangen einfach von links nach rechts, würde ich durchgehen und immer eine Frage stellen, die muss schnell beantwortet werden. Kurz, also nicht lange überlegen, schnell antworten. Es gibt keine falsche Antwort. Und Marco, wie viele Punkte hast du in Flensburg? Keine Ahnung, ich würde mal grob schätzen, 5. Was? Das wurde umgestellt, das ist kurz vor dem Führerschein. Ehrlich? Das weiß ich doch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe eine rechte Schraube im Fuß, also mein rechter Fuß ist schwerer als der linke. Matthias. Popcorn oder Nachos? Nachos, beides, aber Nachos. Okay, Marvin. Käse, ganz wichtig. Marvin, Bierkäse. Schokobons oder Met? Mit. Boah, bin ich auch geil. Warum kommt die Frage nicht bei mir? Okay. Jetzt Milch oder Bier? Was würdest du antworten, Mike? Ja, Met. Okay, das ist so Klar. dein Ganz Lebensmotto. klar. Okay, dann frage ich dich aber, Strand oder Berge? Strand. Hey, ist geil. Okay, Marco, was regt dich so richtig auf, obwohl es dir eigentlich scheißegal sein könnte? Sagen, scheiß Werkzeug, denke ich am meisten Matthias, du drehst die Anlage auf, was läuft? noch. Gemischt. Ja, Radio Bollerwagen. Was sagt er? Radio Bollerwagen. Aber auch erst seit der Rallye. Oder nein, seitdem ich meinen neuen Dienstwagen habe, seit April. Vorher kannte ich das nicht. Was für ein Radio? Radio Bollerwagen. Was ist das? Erkennst du nicht? Partymucke läuft den ganzen Tag. Versuch das mal. Ja. Oder guck dir Video Tag 1 an. Radio Bollerwagen oder wie? Bollerwagen, ja. Wie der Bollerwagen. Sowas wie Saufi, Saufi oder Einhorn. Noch nur DAB Plus Radio. Okay. DAB Plus, genau, okay, kenne ich, genau. Marvin, welches Instrument spielst du, beziehungsweise würdest du gerne noch ein Instrument spielen können? Ich könnte vielleicht sogar noch Keyboard spielen. Mike, was ist deine größte Macke? Meine größte Macke. Ja, ich weiß es. Also, das Er muss weiß sich ich immer auch. nackt ausziehen, wenn er gesoffen hat. Alter! Das stimmt aber. Ja, irgendwie habe ich immer das Bedürfnis dazu. Meine Kollegen zumindest. Marco, Diesel oder Benziner?
Ganz klar, Benzin. Matthias, was ist dein liebstes Schimpfwort? Ich habe eine sehr große Auswahl. Wir benutzen alle. Okay. Marvin, was wolltest du als Kind mal werden? Ich glaube, so eine typische Polizist und Feuerwehr. Aber ist leider nicht geworden. Ich darf sowas Großes fahren, aber nicht sowas. Mike, deine Lieblingszeichentrickfigur? Donald Duck tatsächlich, weil der sich auch relativ schnell aufregt, wie ich das mache. Wenn du die Geräusche dabei könntest, ja. Oder? Marco, wer war dein Vorbild als Kind? Ja, Max Spencer, wie der Kollege neben mir schon sagt. Matthias, wenn du Kind wärst, was würdest du gerne nochmal lernen? Weiß ich nicht. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich als Kind gelernt habe. Ich bin zwar jetzt kein Professor, aber das Wichtigste habe ich, glaube ich, mitgekriegt. Ja, sehr schön. Ist doch super. Marvin, gibt es irgendwas, wonach du süchtig bist? Nicht mehr. bevor wir in den Jugendclub kamen, haben wir ihn am Bahnhof Zoo aufgegabelt. Mike, bei welchem Film musstest du weinen? Nicht Titanic sagen, ne? Boah, ich weiß es auch. Ich auch. Video Tag 13. Die Musik von Armageddon. Ja, das stimmt, war schon hart. Stimmt, ja. Stimmt. Das Armageddon, so zum ganz zum Schluss. Da wurde die Musik eingeblendet bei eines unserer Videos. Hammer. Schau es dir an. Was war das Dümmste, was du jemals gemacht hast, Marco? Geheiratet. Bist du jetzt noch verheiratet? Ich bin geschieden. Glücklich. Okay. Du bist jetzt geschieden, glücklich. Okay, dann kannst du das weiter sagen. Die anderen drei schmunzeln nur. Okay. Matthias, was war das Unnötigste, was du dir je für Geld gekauft hast? Unnötigste? Wo willst du da anfangen? Also, ich habe mir mal einen Corsa B Caravan gekauft, weil ich einen elektrischen Fensterheber brauchte. Genau, er hat sich ein komplettes Auto gekauft. Ein Fensterheber. Aber ansonsten gibt es doch ganz viele doofe Sachen, die ich mir gekauft habe. Wo willst du anfangen? Wie viel Zeit hast du noch? Ey, die Rettungsinsel war auch. Ah ja, die Rettungsinsel habe ich mir auch mal auf. Auf dem Opel-Treffer habe ich mir eine Rettungsinsel gekauft. Ja, oder eine Opel-Nähmaschine. Als Pool fand ich die sehr gut, die Rettungsinsel. War auch cool. Marvin, wenn du an der Schule unterrichten müsstest, welches Fach wäre es? Ich glaube Technik. Mike, bei wem müsstest du dich nochmal entschuldigen? Oh. Ich glaube bei gar keinem. Ja, doch, ich muss mich tatsächlich bei Matthias entschuldigen. Weil ich war ja der Fahrer des Fahrzeugs und ja, so wie es ausgeht, wird die Schuld wohl auf mich geschoben. Aber gut, das ist noch in Verhandlung. Dauert noch 3 Jahren. Ist noch in Klärung, ja? Ja, ja. Gut, eigentlich ist es nicht in Klärung, aber mein Anwalt versucht da halt immer, das wieder zu drehen. Das ist ja alles, du kannst ja alles aus verschiedenen Perspektiven sehen, ne? Genau. Okay, dann habe ich jetzt noch so an jeden eine Frage. Marco, wann hast du dich das letzte Mal so richtig assi verhalten? Vor 2 Stunden. Ja, so ungefähr vor 2 Stunden mein Schrauben in der Garage. Also umherfliegendes Werkzeug, auch zu einer Sprache. Matthias, wann hast du dich das letzte Mal so richtig geschämt? Wann war dir das letzte Mal sowas peinlich? Kennt er nicht. Das kennt er nicht. Ich also, bin immer frei raus und eigentlich ist mir da nichts. Gar nichts. Eher an meinem Umfeld ist das dann immer peinlich. Aber übelst. Und da muss man seine Frau fragen. Was würde kein Mensch vermuten, wenn er dich sieht, Marvin? Was soll nett sein? Ja gut, ich könnte nett sein, ja. Ich will. Fällt dir nichts ein? Jetzt aber auch fragen, was würde kein Mensch vermuten, wenn man den Marvin sieht? Weiß ich auch nicht. Was, wenn ich das schon nicht weiß? Man vermutet alles bei ihm, völlig egal. Ja. Okay, dann die letzte Frage. Die letzte Frage würde eigentlich an Mike gehen, aber ihr könnt sie alle dann beantworten. Mike fängt an. Welche Superkraft hättest du gerne? Unsichtbar. Unsichtbarkeit. Okay. Warum? Ich glaube, das ist schon ziemlich geil. Kannst du Sachen machen, ohne dass irgendeiner sieht. Du willst nur nackt rumlaufen. Ja. Weil ich kann nicht nackt sehen. Und die anderen? So, ich sagen müsste ich nackt sehen. Leider zu viel. Ach, wieder Radio Bollerwagen. Ja. Und die anderen? Fliegen. Okay. Fliegen? Marco fliegt? Ja. Auf die Fresse, Herr Bollerwagen. Das auch. Das kann nur ich. Ja, genau, das kann nur der Marvin auf die Fresse. Ja, so ein Laserblick, da kann man andere mit töten. Das wäre auch geil. Das reicht doch ein normaler.
Das stimmt, aber er tötet mich wirklich. Okay, Jungs, dann danke ich euch erstmal für das tolle Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sehen uns auf dem nächsten Abenteuer und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, Leuten da draußen hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst gerne ein Like da und unten in der Beschreibung findet ihr dann die Links zum YouTube-Kanal, habe ich gesagt. Eurem YouTube-Kanal, den habe ich schon bekommen, den packe ich unten rein. Das Kinderpalliativ-Dattel und den Spendenlink packe ich noch mit rein. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei mir bei House of Rotten vorbeischauen, auch bei Instagram und so. Und Links sind unten drunter.